Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier in X1. Ja, wir hatten in der... Oh, jetzt wollte ich hier schon die Maus bedienen. Ich bin hier im X4-Modus. Ja, wir hatten noch ein paar kleine Probleme hier mit unserer Erzmine. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Turbo aktiviert. Gehen wir erstmal hier an der Station weg. So, da unten, das war sie auch, glaube ich, schon. Wir werden jetzt einen Geier ordern und dann gucken wir mal, was der macht. Denn irgendwie sind schon zwei Stück hier jetzt abhanden gekommen. Und es gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Ja, und einer hatte noch in die Kommentare geschrieben, dass meine Anflüge ein schlechtes Geschäft hier für die Versicherung ist. Das mag stimmen. Aber ich bin halt so ungeduldig. Und deswegen fliege ich immer relativ zügig rein. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Ein Geier. Okay, so, den haben wir jetzt gekauft. So, und da sehen wir auch hier schon an der Station, dass da die Ausfluglichter in Gange sind. Das heißt, unser Geier ist auf jeden Fall jetzt mal hier gestartet. Oh, das dürfte die Erde ja hier sein, oder? Tilani Geier erfasst. Der Geier ist ein Handelsschiff, das von den So, Tilani genau, Erzmine. Er will nämlich hier zu Erzmine. So, wir verfolgen den jetzt mal. Arsch. Ah, klasse. Ja, Junge, was machst du da? Alter, guckt euch das hier an. Ja, da gibt's nur eine Lösung, ne? Der Asteroid hier, der muss weg. Das ist jetzt echt doof. Weil die werden alle die gleiche Flugbahn fliegen und ich vermute wegen dem Chipwerk fliegt der entsprechend einen anderen Bogen und meint dann eben hier den Asteroiden, ja, ne? Ah, das ist echt mies. Das ist echt mies. Ja, dann lassen wir das erstmal. Ich kann es jetzt auch gar nicht ändern. Ja, wir müssen ja sowieso noch zu den Paraniden die Hornisse kaufen. Dann könnten wir die hier, den Asteroiden hier theoretisch wegbomben. Dann würde der Geier sein Ziel erreichen. Aber bis dahin dauert es eben noch ein klein wenig. Die wichtigsten Bestandteile in allen Computern. Normalerweise befinden sich diese Werke in der Nähe von Computerfabriken. Ich glaube, da brauchen wir jetzt erstmal kein Geld draufzuladen. Ach, das mit dem Geier, da ist ja echt mal super doof. Was sagt denn eigentlich unser Chipwerk hier mittlerweile? Ich habe jetzt gar keinen aktuellen Stand mehr. Ein Computerwerk stellt sowohl komplette Computersysteme als auch individuelle Computerkomponenten her, die im gesamten Universum. Okay, müsste halt mal einer kaufen kommen. Aber ich glaube, da kommen auch schon welche. Da ist nämlich ein Geier. Oder einen anderen Transporter. Genau. So, der wird ja jetzt mal ein paar Stück hier kaufen. Dann hat die Station ja auch direkt wieder Geld für Ressourcen einzukaufen. Ein Computerwerk stellt sowohl komplette Computersysteme, das hat sich gelohnt. Als auch individuelle Computerkomponenten hier, die im Gesamt 212.000 und dann gucken wir mal. Wir wollen ja noch eine Station kaufen. Ich bin am überlegen, ob wir jetzt noch eine relativ große Station, also eine teure, holen oder ob wir einfach
Ist so eine Traumfabrik kaufen. Die geht eigentlich auch ziemlich gut. Oder eben noch ein Computerwerk. Jetzt haben wir so viel Geld für die Erzmine ausgegeben. 30.000 allein für die Geier, die zu Schrott gegangen sind. Oder wir kaufen eine Alpha-Impulsstrahlen-Emitterschmiede. Die gehen eigentlich auch ganz gut. Ein bisschen aufrüsten müssen wir noch. Das dauert sonst einfach alles viel zu lange. Denn später, wenn wir länger unterwegs sind, dann lohnt sich auch der Rückflug. Dann kann man hier nämlich richtig auscashen. Traumfabrik stellt meines Wissens nach Raumkraut her. Ja, da das mit der Erzmine ja so gut funktioniert hat, müssen wir da mal umswitchen. Ja, wir haben die Erzmine, unser Chipwerk vielleicht auch ein klein wenig ungünstig aufgestellt. Dass das jetzt so solche Folgen nach sich zieht, damit habe ich tatsächlich gar nicht gerechnet. Aber okay. Dann ist das jetzt eben so. Schilde kritisch. Okay, so, dann gucken wir mal. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Obwohl eine Sonnenblumenölraffinerie wäre eigentlich auch ganz cool. Die stellt nämlich auch Nostropöl her. Wir holen jetzt mal eine Traumfabrik. Wir können ja das andere immer noch kaufen, ist ja... Ja, die steht halt ein bisschen ungünstig hier, ne? Die Station, da will natürlich der Geier, Wunder, dass die anderen da so ohne weiteres an vorbeikommen. Chipwerk erfasst. Ja, das scheint mal zu laufen. Da hinten ist unser Albatros, das heißt... Ich würde es jetzt vermeiden, dass der Geier nochmal hier... gegen Asteroiden fliegt. Wir setzen die Station einfach mal ein bisschen weiter außerhalb. So, boosten wir jetzt erstmal kurz hier ein bisschen weg. So, mit unserer Geschwindigkeit hat auch noch jemand was in die Kommentare geschrieben, und zwar bezüglich Triebwerkstuning. Ja, wir hatten ja schon welche auf der Piratenbasis damals gekauft. Das Problem ist eben, dass die Triebwerkstuning relativ schnell sehr, sehr teuer werden. Und so viel Geld hatten wir zu der Zeit noch gar nicht dabei. Aber das werden wir auf jeden Fall mit der Zeit noch immer ein bisschen nachrüsten. So, da kommt unser Albatros. Ja. Wir setzen den mal schön hier woanders hin. Wir sind jetzt leider ein bisschen schneller als der Albatros. Den werden wir jetzt gleich nochmal verlieren. Aber vielleicht reicht es gerade so. Sonnenblumenölraffinerie Beta erfasst. Traumfabrik erfasst. Okay.
Positionslichter sehen. Und was ja auch fies ist an den Landebuchten hier, sind diese Metallgestänge da. Bleibt man ultra gerne dran hängen. Okay, holen wir mal die Geschwindigkeit raus. Andockmanöver erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord der Traumfabrik. Und dann wären wir auf unserer Traumfabrik. Ich meine, die sieht sogar genauso aus wie die Sonnenblumen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Ach nee, Moment mal. Die stellt ja Sumpfpflanzen her. Die italienische Sumpfpflanze ist eine kleine. Nee, wir brauchen den Glückspalast. Was habe ich denn jetzt gekauft? Egal. Wir holen die Station jetzt in Betrieb. Transporter bei Schiffswerft geordert. So, den neuer Verkaufspreis gewählt. Drücken wir mal. Neuer Preis gewählt. Neuer Preis gewählt. Und für Energiezellen braucht ihr auch gar nicht so viel. Geld überwiesen. So, mit 20.000 soll die jetzt mal starten. So, drehen wir uns erstmal nochmal richtig rum. Das wurde nämlich bei den Stationen hier tatsächlich schlecht gelöst. Und dann gucken wir mal, ob unser Geier hier diesmal den Weg schafft. Oben ist er, glaube ich, schon. Der müsste jetzt in eine Rechtskurve fliegen. Gladi Geier erfasst. Der Geier ist ein Hand. Sieht ganz gut aus bis jetzt. Gucken wir mal, wann ist denn hier eigentlich unser Geier hier zurück? Der ist doch hier schon im Sektor. Wo hängt es denn mit der Landung? Ist die Frage, ist das da oben der oder da unten der? Egal, können wir ja warten lassen. Ich glaube, wir hatten noch Energiezellen hier drauf. Sonnenkraftwerk. Ja, genau. Da werden wir jetzt nochmal den Preis drücken. Und wir können mal kurz noch auf unsere Sonnenblumenstation hier. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Gewächsstationen. Gewächsstationen der Teladi sind. Genau, die hat auch noch ein klein wenig was. Welche die typische feuchte Atmosphäre verkauft. Auch nur minimal. Sonnenkraftwerk erfasst. Während die anderen Stationen jetzt hier am Laufen sind, werden wir jetzt versuchen, noch manuell ein bisschen Geld zu machen. Wir brauchen einfach Geld. Denn die Wege hier in X1, die sind so elendig lange. Oder zumindest dauern sie ewig lange. Und deswegen möchte ich erst gern dann wegfliegen, wenn hier alles läuft und auch auf dem Rückweg ein bisschen was passieren können. Okay, so, jetzt haben wir zumindest mal den Preis hier runtergestellt. Na, dann heißt es jetzt wieder, sind sie an. Ich meine, streng genommen ist das ja schon ein bisschen geholfen hier mit dem Preis drücken und hochstellen. Kein Ziel. Allerdings halten wir uns immer noch an die Spielparameter. Von daher ist das so eine Grauzone in meinen Augen. Ich meine, wir könnten auch einfach den Spielstand modifizieren, dass wir genug Geld hätten. Das will ich aber auch vermeiden. Weil dann wird es relativ schnell langweilig. Dann müssen wir nämlich direkt hier anfangen, Stationen zu bauen, Schiffe zu kaufen. Und dann ist da auch nicht mehr. Dann haben wir nämlich nur noch den Plot. Aber nicht mehr so wirklich eine Herausforderung. Und so müssen wir da uns das doch ein bisschen erarbeiten. Ist halt mega schade, dass man den Sinser nicht im Stillstand benutzen kann. Würde uns die Arbeit wesentlich einfacher machen. Kein Ziel. Teladi Handelsstation erfasst. Was macht dann eigentlich unser Computerwerk jetzt? Computerwerk erfasst. Okay, der kauft jetzt hier Nostropöl ein. Das wird nochmal ein bisschen was kosten, aber die Station funktioniert ganz gut. Die lassen wir einfach mal.
Teladi Geier. Der Geier ist ein Handelsschiff, das von den Teladi. Okay. Taucht unser Geier hier an unserer Station ein. Gut, kann er ja machen. Ist für mich jetzt auch eigentlich okay. Da kommt noch ein Transporter angeflogen. Teladi, der Geier ist ein Handelsschiff. Okay. Wer will denn da andocken? Ah, unser Schiff, gell? Ja, okay. Oben das dürfte der Pirat sein. Der Geier ist ein Okay, oder auch nicht. Schilde kritisch. Ja, ich weiß. Hui, okay. Der Geier wird dann auch noch landen. Andock mal. Haben wir natürlich ein paar Energiezellen an uns selber verkauft. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk. Aber neuer Preis, Geld über das macht relativ wenig. Es ist ja nur ein Geld hin und her schieben. Dafür haben wir es dann eben für die andere Station günstiger eingekauft. Das war jetzt nicht Sinn der Sache. Kraftwerke erzeugen aber Energie. Ja, passt schon. Lassen den Preis auch jetzt oben. Ja, da kommt ja auch schon der nächste. Dann hätten wir da nochmal alle Energiezellen verkauft. Und können dann eigentlich auch direkt das Geld abgeben. Der Geier ist ein Handelsschiff, das. So, lassen wir den da auch noch landen. Der wird dann den Rest einkaufen. Computerwerk erfasst. Okay, 1000 Nostropöl kommen zurück. Der bräuchte eigentlich auch noch ein paar Siliziumscheiben. Im Idealfall allerdings sind ja auch schon Computerkomponenten fertig zum Verkaufen. Sehe ich jetzt eigentlich erstmal kein Problem. Traumfabrik erfasst. So, und die Energiezellen sind da. Gut, hat er ja auch günstig nebenan eingekauft. Dann kann ja die Produktion der Sumpfpflanzen hier direkt starten. Wir werden mal beobachten, wie viele Energiezellen, wie viele Sumpfpflanzen erarbeiten. Dann können wir auch den Mindestverkaufspreis für die Sumpfpflanzen errechnen. Aufgrund der Tatsache, dass der Anbau der okay, da haben wir doch schon einen Stand. Das heißt, 15 Energiezellen für 4 Sumpfpflanzen. Die Pflanze selbst, eine kleine Moosart, braucht nur sehr wenig Pflege und wächst unter dunklen, feuchten Bedingungen. Okay. Gut, das ist ja eigentlich dann relativ einfach. Das heißt, wir kaufen die, hatten die jetzt für 5 Credits eingekauft. Das sind dann 75 Credits pro Produktion 4 Sumpfpflanzen. Okay, das heißt, die Sumpfpflanzen geteilt durch 4 müssen wir für Minimum 18 Credits verkaufen. Also das ist relativ wenig. Ja, es sind genau 15 Energiezellen für 4 Sumpfpflanzen. Das heißt, wir können da relativ
stark auch mit dem Preis dann runtergehen, um dann entsprechend wettbewerbsfähig zu sein. Aber das sehen wir dann. Wir haben ja, glaube ich, jetzt noch keine Referenz dazu gesehen, oder zumindest mal nicht bewusst. Sonnenkraftwerk. Und Sonnenkraftwerk. Da sollte doch eigentlich noch einer einkaufen. Oder eben auch nicht. Wie sieht es denn mit unserem Chipwerk überhaupt aus? Da müsste der doch mittlerweile da sein. Chipwerke produzieren Mikrochips, die wichtigsten Bestandteile in allen Computern. Normalerweise befinden sich diese Werke in der Nähe von Computerfabriken. Ein ständiger Strom von Transportschiffen pendelt zwischen diesen Einrichtungen. Die Chips werden aus Siliziumscheiben gefertigt, die mit speziellen Beschichtungen versehen werden, um die benötigten... Okay, der Verbrauch ist tatsächlich relativ hoch vom Nostropöl. Siliziumscheiben eigentlich gar nicht mal so stark. Werden wir jetzt eben noch ein klein wenig die Zeit verbrauchen. 97.000 Credits. Ich würde sagen, wir kaufen direkt die nächste Station schon mal ein. Machen wir dann unseren Transporteur da unten. Dann werden wir jetzt die nächste Station einkaufen. Er ist positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Schilde kritisch. Okay. So, dann könnten wir eigentlich jetzt unsere Traumfabrik noch kaufen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Traumfabrik gekauft. Ach nee, verdammt. Jetzt habe ich die falsche gekauft. Ja, Moment mal, aber... Irgendwas verstehe ich jetzt gerade nicht. Was ist denn das hier? Ja, die wollten wir eigentlich kaufen. Aber wo? Aber es gibt da auch noch einen Glückspalast. Gab es den nicht bei den Tiladi? Weil der Glückspalast produziert nämlich das Raumkraut. Jetzt haben wir noch die Station. Die kann ich auch nicht mehr umtauschen, oder? Ja. Okay, dann haben wir jetzt eben noch eine Traumfabrik. Traumfabrik. Stellen wir dann mal irgendwo hier dabei. Lassen da echt mal ein bisschen Abstand zwischen den Stationen, sonst kommen die NPCs das hier mit dem Fliegen, glaube ich, irgendwann nicht mehr geappelt. Wenn wir die hier hinstellen, müssen jetzt eh kurz warten, bis der Albatros hier mal gedreht hat. Ah ja, ja, der fliegt in der Riesenkurve da oben. Kein Ziel. So, wo ist er denn? Ach Gott. Der müsste irgendwo hier sein. Da ist er doch. Traumfabrik.
Raumfabrik erfasst. Teladi Albatros erfasst. Gut, dann fliegen wir jetzt mal ein bisschen hier auf Abstand. Und dann soll er die Station hier auswerfen. Wenn wir die auch schnell bestücken, haben wir eben zwei davon. Ist jetzt auch kein Weltuntergang. Sehr positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Okay, dann kaufen wir auch hier einen Geier. Verbindung zum und da oben ein bisschen Kohle drauf. Geld überwiesen. Transporter bei Schiffswerft und so, hier noch ein paar Preise umstellen. Neuer Preis gewählt. Dann machen wir auch hier auf 106 hatten wir es, glaube ich. Lassen wir dann auch so. Jetzt holen wir erstmal das Geld noch von unserem Sonnenkraftwerk. Aufgrund der Tatsache, dass der Anbau der teladianischen Sumpfpflanze. Okay, die ist auf jeden Fall schon mal am Produzieren. Ja, die stehen echt ungünstig hier. Die sind echt ein bisschen zu dicht. Ein Computerwerk erfasst. Okay, Computerwerk ist weiterhin am Arbeiten. Lassen wir mal noch so laufen. Holen wir erstmal das Geld hier vom Sonnenkraftwerk noch mit. Sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Ja, das ist halt immer so ein nerviger Teil im Spiel, ne? Man muss irgendwie andocken, sonst kann man eben gar nichts machen. Aber das Andocken ist halt, ja, noch nervig. Wir sollten uns relativ zügig den Docking-Computer kaufen. Der war aber zum einen, glaube ich, gar nicht so günstig und zum anderen hat man da auch, glaube ich, einen sehr hohen Ruf gebraucht. Das heißt, der wird noch ein bisschen Verbindung zum warten müssen. Handelsnetzwerk hergestellt. Na, guck mal, jetzt sind die alle in der Gezellen verkauft. Das heißt, wir sind jetzt hier eigentlich erstmal durch. Und unser Chipwerk. Chipwerke produzieren Mikrochips, die wichtigsten Bestandteile in allen Computern. Läuft noch soweit. Gewächsstationen erfasst. Das sollten wir mal den Preis ändern, dass das Zeug endlich mal verkauft wird. Landung abgebrochen. Können wir aber auch mal beobachten. Gewächsstationen der Teladi. Wir haben jetzt 678 Energiezellen. Sobald da nochmal ein Zyklus ist, gucken wir mal nach. Gewächsstationen der Teladi sind große geodätische Kuppeln, welche die typische Atmosphäre und die Rahmenbedingungen des Planeten Teladi simulieren. In diesen Kuppeln bewirtschaften Bauern der Teladi weitläufige Felder. Es geht ja relativ schnell hier. Aus den Kernen 6622. Öl gewonnen, die Stängel und Blätter werden zu Nahrungsmitteln verarbeitet. Ja, ja. So, jetzt muss ich mal kurz hier schauen. Das heißt, wir haben jetzt 6 Energiezellen verbraucht, von 78 auf 72 und haben produziert 12 Sonnenblumen. Okay, rechnen wir mal 6 mal 6 Credits für Energiezellen ungefähr, geteilt durch, was habe ich gesagt, 12 Stück. Okay, das heißt, eine Sonnenblume hat 3 Credits in der Produktion, das heißt, das ist eigentlich relativ human. Das heißt, wir können die Preise auch jetzt mal ein bisschen hier drosseln, dass der automatisierte Verkauf einfach besser funktioniert. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen.
Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hier. Was können wir denn runter? Auf 7 Credits können wir runter tatsächlich. Ist immer noch über. Sie können festlegen, neuer Preis gewählt. Man müsste sich tatsächlich mal andere Stationen anschauen. Ich glaube, dass die nicht viel günstiger sein werden. Neuer Preis gewählt. Lass uns jetzt mal drin mit 57. Geld holen wir mal weg. Geld überwiesen. Und mal gucken, ob das vielleicht ein bisschen besser läuft. Zumindest mal was den automatischen Verkauf angeht. Ich weiß gar nicht mehr, was der ursprüngliche Preis war. Okay, Chipwerk. Chipwerk erfasst. Genau, da kommen jetzt Energiezellen. Nostrop-Öl will er auch schon kaufen. Hat aber kein Geld zu. Dann werden wir da jetzt andocken, geben der Station jetzt noch ein bisschen Geld, holen die Mikrochips mit. Oder lassen sie vielleicht sogar drauf. Wie viel Geld haben wir denn? 110.000. Positionslichter sehen. Turbo aktiviert. Okay. Hergestellt. So, Nostropöl will er ja noch haben. Energiezellen kommen. Die Credits, die diese Geld überwiesen. Ich würde es tatsächlich jetzt erstmal so lassen. Ich würde auch die Mikrochips drauf lassen. Oder wir machen es anders. Geld überwiesen. Wir tauschen das einfach einmal durch. Müssen wir lediglich jetzt nur noch an der Handelsstation andocken und die einmal verkaufen, dann haben wir auch das Geld direkt wieder. Naja, wir müssen die Station erstmal ein bisschen befüttern. Wir können da tatsächlich im Moment noch nicht allzu viel abziehen, bis die mal ein bisschen laufen und auch genug Ressourcen haben, um auch dann weiter zu produzieren, weil es bringt ja nichts, wenn wir das Geld komplett abziehen und die Station kann nichts mehr produzieren. Landung abgebrochen. Ja, wie abgebrochen. So, das ist ja auch die falsche Station. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. So, mal ohne Rammen hier rein. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Mikrochips. Einmal verkauft. Wir speichern jetzt erstmal. Ist eigentlich noch was, was wir. Ja, komm, wir holen gerade mal hier die Polizeilizenz mit. Die hätten wir sowieso irgendwann gekauft. Unser Ruf ist mittlerweile Aktionär. Wie gesagt, da müssen noch Prokurist kommen und Direktor. Dann hätten wir da den höchsten Ruf eigentlich schon soweit erreicht. Ja, im Grunde. Was haben wir jetzt? 125.000. Ich würde sagen, wir kaufen noch eine Sonnenblumenöl-Raffinerie bzw. eine Nostrop-Öl. Raffinerie. Da haben wir so ein paar gemischte Stationen. Das sind eigentlich alles Waren, die eigentlich relativ gut gehen. Docken wir an der Schiffswerft an. Diesmal kaufe ich dann auch die richtige Station. Und für Nostrop-Öl werden auch, glaube ich, minimum 2 Waren benötigt. Also Energiezellen, Sonnenblumen
Und ob es noch was Drittes gibt, weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Das sehen wir dann gleich. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Okay, so Sonnenblumenöl-Raffinerie. Haben wir eingekauft und jetzt wird der Albatros natürlich nochmal hier eine Weltreise machen. Sagen wir, stellen die einfach hier geradeaus ein gutes Stück vorwärts hier noch ab. Und sollten auch die Geier, die wir kaufen, keine Probleme haben, theoretisch. Albatros ist er auch schon. Wir mal gerade. Ja, wir fliegen noch ein Stück vor. Okay, da hätten wir die nächste Station. Sonnenblumenölraffinerie erfasst. Hier positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. So. Ja, ein bisschen Schub hier. Ich mag das, wenn die grüne Linie blinkt. Okay, ne, heute läuft es doch eigentlich ganz gut mit dem Landen. Ich habe aber auch extra gerade noch gespeichert. Verbindung zum zwei Waren. Ah, ist doch super. So, Sonnenblumen. Neuer Preis gewählt. Ja, die wird er dann bei unserer eigenen Station kaufen. Diese Einstellung können Sie nur was eigentlich auch gar nicht so verkehrt ist, das tatsächlich. Neuer Preis gewählt. Transporter bei Schiffswerft geordert. Das heißt, Geld 40.000 müssten eigentlich locker reichen, hier für die ganzen Geschichten einzukaufen. So, da haben wir die nächste Station. Ah, wir haben ja noch Platz im Sektor. Ja, die habe ich ein bisschen dicht gestellt. Gewächsstationen erfasst. Der will immer Energiezellen einkaufen. Ich weiß gar nicht, wie viele der noch produzieren will. Hat scheinbar ein sehr großes Lager. Okay. Genau, da hatten wir ja zwei davon. Die Tatsache, dass der Anbau der teladianischen Sumpfpflanze von allen Völkern des Universums verboten wurde, wird sie von den Teladi im Geheimen in kleinen Traumfabriken angebaut. Die Pflanze. Ah, seht ihr, ist doch illegal. Ich wusste, da ist doch irgendwas. Aufgrund der Tatsache, dass der Anbau der teladianischen Sumpfpflanze von allen Völkern des Universums verboten wurde, wird sie von den Teladi im Geheimen in. Okay. Das passt. Gucken wir nochmal auf unser Chipwerk drauf. Computerwerk. Ein Computerwerk stellt sowohl komplette Computersysteme als auch individuelle Computerkomponenten. Ja, der hat nochmal ein bisschen was produziert. Kaum will auch nochmal einkaufen. Kann sie auch. Auch die spezialisierten Computersysteme hergestellt, die man in Raumschiffen und. Ich würde die Station tatsächlich mal ganz in Ruhe lassen. Im Grunde ist ja jetzt alles am Anlaufen. Mal so einmal aufs Chipwerk drauf. Die ersten Geier docken schon an unserer neuen Station hinten an. Das passt. Chipwerk, Chipwerk, erfasst. So, die haben aber. Der hat doch keine 6000 Nostrobö gekauft, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber da dockt jetzt auf jeden Fall mal ein Schiff an. Okay, gut, das war der Nostrop-Öltyp. Der wird jetzt natürlich gleich direkt nochmal losfliegen. Schiff,
Split, das Juli ist ein vielseitiges. Okay, sogar die Split wollen bei uns Mikrochips einkaufen. Ist ein bisschen schade, da hier noch keine produziert werden aktiv. Mikrochips, die wichtigsten Bestandteile in allen Computern. Normalerweise. Ja, lassen wir es mal so laufen. Wie viel Geld habe ich denn jetzt noch auf dem Konto? 19.000, okay. Das ist natürlich so gut wie gar nichts. Kein Ziel. Ja, was soll ich machen, ne? Wir müssen einfach noch ein klein wenig Geduld haben. Denn eine wirkliche Alternative jetzt noch zwischendurch habe ich gar nicht. Wir wissen, wo wir hinwollen, wir wissen, was verkaufen wollen. Uns fehlt im Grunde nur die Kohle dazu. Unsere Erzmine kann ja leider nicht arbeiten. Aber vielleicht kommt ja mal ein Geier vorbei und verkauft Energiezellen, aber das wird leider nicht passieren. Dafür ist das Spiel überhaupt gar nicht ausgelegt. Würde auch eine entsprechende KI erfordern, die natürlich checkt, okay, wo ist Bedarf, wo kann wer hinfliegen. Hier wird im Grunde nur plump eingekauft. Wer hat den günstigsten Preis, da wird eingekauft. Mehr ist da eigentlich auch nicht. So, wie sieht es denn hier im Sektor aus? Wir sehen mittlerweile so viele eigene Schiffe, dass wir die auch gar nicht mehr direkt zuordnen können. Computerwerk erfasst. Okay, das Computerwerk läuft eigentlich ja ganz gut. So, unsere zwei neuen Fabriken. Die sind angelaufen. Wirklich kaufen konnte leider noch keiner. Auf Traumfabrik erfasst. Wir werden mal den Verkaufspreis hier ein bisschen drücken auf den Stationen. Ja, die Station hier zu managen hat so ein bisschen was von einem Browser-Game. Denn hier muss man auch immer warten. Dann machen wir mal 92. Neuer Preis gewählt. So, 1000 Energiezellen kommen ja schon. Lassen wir so. Dann haben wir jetzt 692 im VK. Das gleiche machen wir jetzt bei der anderen Station auch. Turbo aktiviert. Traumfabrik erfasst. Sehr positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Manöver erfolgreich. Willkommen zu Hause. Ver-
Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Neuer Preis gewählt. Gut, damit hätten wir eigentlich das jetzt auch geklärt. Unsere Sonnen. Ja, gut, da kümmert sich jemand anderes drum. Gewächsstationen der Teladi sind große geodätische Punkte. Gewächsstation kommt so langsam mal in die Gänge. So wie es scheint. Man muss aber auch dazu sagen, ich glaube ja, fürs Nostropöl werden die ja auch gebraucht. Das heißt, unsere eigenen Frachter werden da, glaube ich, auch kaufen. Aber das stört uns jetzt auch nicht weiter. In der teladianischen Sonnenblumenraffinerie werden die Kerne der teladianischen Sonnenblume ausgepresst und zu dem Rohöl Nostrop. Okay, Nostropöl ist auch kein Problem. Chipwerke produzieren Mikrochips, die wichtigsten Bestandteile in allen Computern. Normalerweise befinden sich diese Werke in der Nähe von Computerfabriken. Ein ständiger Strom von Transportschiffen pendelt zwischen diesen Einrichtungen. Die Chips werden aus Siliziumscheiben gefertigt, die mit speziellen Beschichtungen versehen werden, um die benötigte Leitfähigkeit herzustellen. In einigen speziellen experimentellen Chips. Okay. Meins sind Pausen. Ich bin jetzt am Überlegen, wo wir vielleicht Geld abziehen können. Was wir uns vielleicht dann doch schon mal auf den Weg machen können. Gewächsstationen erfasst. Wir holen jetzt mal die 30.000 hier mit. Die Station hat genug Energiezellen, genug Waren zum Verkaufen. Na, wo will er denn hier hin? Oh, unsere Gewächsstation. Ja, dann lassen wir dort doch den ersten mal noch landen. Dann sind wir auf jeden Fall mal für den Markt relevant. Das ist ja schon mal schön. Kein Ziel. Er will auch noch landen. Gut. So gefällt mir das eigentlich auch. Dass hier mal ein bisschen was geht. Dann war der Preis tatsächlich ein Stückchen zu hoch. Ist halt eben in den ersten Stunden in X1 eben ein bisschen zäh, ne? Das war halt damals so. Und wenn man keine Ahnung vom Spiel hatte, dauert es noch wesentlich länger. Also wir kommen da eigentlich gut weg dabei. Ich meine, das ist jetzt die, ich glaube, 9. Folge. Und da sind wir eigentlich schon weit gekommen, finde ich. Gewächsstationen der Teladi sind große geodätische Kuppeln, welche die typische feuchte Atmosphäre. Okay. Das Geld nehmen wir jetzt hier ab. Beziehungsweise transferieren das auf unser Konto. Und dann hat die Station noch genug Ressourcen, um zu produzieren. Sie hat auch noch Waren zum Verkaufen. Also für weitere Energiezellen einzukaufen, wird es in jedem Fall reichen. Wir wurden gescannt von Teladi Fledermaus. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Geld okay, das Geld haben wir schon mal. Turbo aktiviert. In der Teladi Sonnenblumenölraffinerie. So, Energiezellen sind dann auch auf dem Weg. Das heißt, da geht die Produktion dann auch bald los. Ah, stimmt, wir hatten da mal was. Keine Raketen.
Ich weiß gar nicht mehr, wie man das auswählt. In der tiladianischen Sonne. Keine. Warnung. Frachtluke geschlossen. Gucken wir mal. Kampf, Frachtkontrolle, Schleuse beladen mit F. Ist das okay? Raumsprit ausgewählt. Raumsprit aufgeworfen. Warnung. Warnung. Frachtluke offen. Schilde sind. Warnung. Frachtluke offen. Frachtluke. Okay. Keine Raketen. Damit hätten wir jetzt alles ausgeworfen. Dann ist der Tiladi da auch glücklich. Chipwerk erfasst. Er ist ein klein wenig mühselig noch, aber ich denke mal, wenn wir jetzt hier noch eine Runde warten, dann haben wir auch dann entsprechend das Geld. Ich würde mal sagen, so eine Viertelmillion sollten wir mitnehmen. So 300.000, das wäre eigentlich ganz gut. Natürlich sollen die Stationen dann aber weiter in der Lage sein, ihren Job zu machen. Denn nachher denkt man, okay, es passt, und dann nachher sieht man, okay, es hat nicht gepasst, und dann jede Menge Zeit vergangen und die Station hat eben keinen Umsatz gemacht. Das ist ganz, ganz schlecht. Ist mir damals tatsächlich auch öfters passiert. Computer stellt sowohl komplette Computersysteme als auch individuelle Computerkomponenten her, die im gesamten Universum. Wir wurden gescannt von Tiladi Fledermaus. Pilot, Sie sind sauber. Ja, das ist doch schön. Gucken wir mal, was die hier treiben. Aufgrund der Traumfabrik. Ja. Aufgrund Traumfabrik erfasst. Läuft zumindest mal an. Teilweise. Unsere Gewächsstation wird ziemlich gut besucht. Gewächsstationen erfasst. Ja, die läuft, da passiert nichts. Chipwerk, kannst du mal sehen. Die Geier sind so mega langsam unterwegs. Aber ja, so ist es jetzt eben. Wir haben jetzt noch 59.000. Und wir werden dann jetzt mal beginnen, uns die. Ja, die 300.000 zusammenzusparen. Und wenn wir die haben, dann lassen wir die Station so laufen. Und wenn wir dann irgendwann zurückkommen, dann können wir uns auch auf ein bisschen mehr freuen. Aber ohne Geld können wir jetzt eher schlecht los, denn sonst sind wir total handlungsunfähig, wenn es darum geht, irgendwas einzukaufen. Deswegen sollte das hier schon passen. Tiladi Schiffswerft Alpha erfasst. Hey, wo ist denn unsere Sonnen-Nostrop-Öl-Schichte überhaupt hin? Ah, da. In der tiladianischen Sonnenblumenölraffinerie werden die Kerne der Tiladi. Naja, im Profitbrunnen. Ja, dann wird er ja gleich zurückkommen. Leider kann ich nicht viel mehr machen, als hier mit dem Sinzer rumzufliegen, dass die Zeit hier rumgeht. Gut, wir könnten jetzt einfach noch paar feindliche Schiffe zerstören, aber das macht mit den Waffen jetzt auch nur bedingt Spaß.
So, noch einmal zurück. Aber die Waren gehen eigentlich, ne? Also wenn man jetzt hier mal guckt. Traumfabrik erfasst. Aufgrund Traumfabrik erfasst. Okay, der hat jetzt hier noch Energiezellen, glaube ich, eingekauft. Irgendeiner hatte doch schon was verkauft, oder? Oder auch nicht? So, wichtig wäre jetzt mal hier zu wissen, hier sind alle Waren eingekauft, das heißt, es sind dann noch genug Computerkomponenten da. Ergo können wir jetzt die 50.000 locker wegnehmen. Mit den Verkäufen und so weiter brauchen wir da gar keine Panik haben. Der Air will jetzt erstmal noch landen. Ach komm, wir drängen uns jetzt einfach hier vor. Eher positiv, bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Okay. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Das können wir mitnehmen. Ein Computerwerk stellt sowohl komplette Energiezellen-Systeme als auch individuelle Computerkomponenten her. Silizium-Scheiben sind da, Nostrop-Öl kommt und wir haben noch 241 zum Verkaufen. Das entspricht dann ungefähr 170.000 Credits, das heißt, die läuft. Das Geld können wir so mal behalten. Da hätten wir schon mal 112. Irgendwie bekommen wir das Geld ja jetzt schon noch zusammen. Okay, und hier kommt Nostrop-Öl 1000 zurück, das heißt, das Geld können wir theoretisch auch mitnehmen. Und wenn es dann eben nur 200 oder 250.000 sind, dann werden wir auch mit denen losfliegen. Hauptsache, wir haben ein klein wenig was überhaupt dabei. Turbo aktiviert. Denn der Plan war ja mal noch nach Waffen und Sinzer Boost Erweiterung vor allem. Schilde kritisch. Das wird mich auf jeden Fall sehr freuen. Schilde brauchen wir theoretisch auch noch, aber ist eher sekundär. Fürs Erste zumindest. Okay. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Können wir mitnehmen. Geld überwiesen. Und wir gehen jetzt mal speichern. Und dann sind wir eigentlich auf gutem Weg. Ich denke mal noch ein paar Verkäufe hier und da. Dann können wir auch dann in der nächsten Folge auf jeden Fall losfliegen. Ich möchte jetzt hier auch nicht wohnen bleiben. Und dann lohnt sich nachher auch die Ausbeute, wenn alle Stationen funktionieren. Dann können wir dann nochmal reinvestieren. Wie wir es auch in X4 im Grunde immer machen. Das Schöne ist an X1, wir brauchen insgesamt relativ wenig Geld. Denn unser Schiff ist nur bedingt ausrüstbar. Allerdings werden wir einiges an Geld brauchen, um Jäger zu kaufen, damit wir nachher in der großen Endschlacht gut vorankommen. Sind
natürlich Jäger Verbindung zum örtlichen ziemlich Handelsnetzwerk hergestellt. praktisch für uns. Da wird es nämlich viele, Seit viele jeher Xenon-Schiffe schickt. geben. Und ja, da werden wir das nutzen können. Ja, und bis dahin würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.